Willkommen zurück zum kleinen Teekränzchen mit Lady Ashbury. Wir spielen Vampyr. Und wir machen einfach munter weiter. How did you survive the first hunt? I fled, Jonathan. Like most vampires who survived that slaughter. And I secretly came back when I was sure they had lost my trail. Will the guard of Priwen and the Ascalon Club fight each other? I doubt it. If Priwen really launched a great hunt, I think most of the Ekons I know would flee the country to escape the bloodbath. I think I saw them kill an Ekon on the way to your house. They seem to have a list with names. To launch another great hunt, they must have collected intelligence on vampire identities and whereabouts. They are a resourceful lot. Should we fight back? I will not be hunted down like an animal again. I admire your courage, Jonathan. But the best way to fight them is to put an end to the epidemic. This is the only way to clear the air. You should flee then. Leave London, the country even. I have seen the guard in action. They are merciless. Your concern warms my heart, Jonathan. But fear not. If the situation gets too dangerous, I shall retreat to my secret Scottish manor. I could hide you in my luggage, if you wish. Thank you for the offer. I shall keep it in mind, but I have much to do here. There is a question I must ask you. Could Lord Redgrave be my maker? I doubt it. If Lord Redgrave had made you his progeny, he would not have seemed so surprised when you demonstrated the strength of your lineage. Will I ever discover the identity of my maker? Maybe not, Jonathan. We know for sure you were made by a powerful vampire, but most of those fled England long ago. You have no idea at all? You seem to know so many things about the secrets of the vampire underworld. Even if I had my suspicions, I would not dare give you a name so soon. All I can say is this. I will make inquiries and keep you informed. What is the plan? The plan is we both try to save this city, you and I. Go to Ascalon, accept their proposition, and use their influence to promote your agenda. Na toll. Na gut, sie wiederholen nur das, was wir schon gesagt haben. And I shall help you in your research, I promise. For now, you must go to the Ascalon Club and play their game. Will I see you again at the Pembroke Hospital? No, you will find me here if you need me. I shall conduct inquiries alone, and we can then share our discoveries. When will we meet again? As soon as you meet Lord Redgrave, I suppose. Fear not, my dear. I shall only be a heart's beat away. I want to thank you for all your support and your help, my lady. Could you do me a last great favor and call me Elizabeth? I should be honored, my lady. Then it is settled. Finally, some good news in these dark hours. Thank you. I appreciate the advice. I had best prepare myself to meet this Lord Redgrave now. How thrilling to meet the Earl of Bristol in the flesh, so to speak. Something tells me you're not very keen on the man. Don't get me wrong. The gentlemen of the Ascalon Club are honorable, but their attitude and opinions are somewhat antiquated. I see. As long as they deny access to female applicants, I will leave them to their antediluvian considerations as to the natural order of things. Jonathan, promise me you'll be careful. Of course. But why the fear in your voice? Look at me, Jonathan. I am. I mean, really look at me, young Ekon. We may be deceptive by nature,
But this heart of mine has always told the truth. Elizabeth. Go, my friend. But come back to me soon. Bei diesem grimmigen Blick würde ich eher sagen, ob es Verrat ist. Wer so grimmig guckt, da kann keine Liebe sein. Was meint ihr? Schreibt es in die Kommentare. Was hackt der Rotschopf aus? Liebe, Verrat, Hinterlist oder irgendwie alles. Vielleicht sogar Eifersucht. Diese Ladebalken. So, das Schattenkabinett. Gucken wir mal nach, wo wir hin müssen. Ja, hier wieder dieser mega lange Text, was eigentlich genau das erzählt, was wir eben schon in diesem mega langen Gespräch erfahren haben. So, da müssen wir hin. Das heißt, einfach nur nach links laufen. So, time to visit the Ascalon Club. Sind wir eigentlich schon im West End? Nein. Keiner darf da rein. Und auch keiner darf da raus. It's locked. Oh, wir wetten, das ist wieder so ein Rätsel. Wie kommen wir da rüber? Von da kommen wir nicht rein. Von da kommen wir nicht rein. Das einzige wäre echt über die Docks. Ein neuer Dialog ist verfügbar. Diesen Dialog, den geben wir uns mal. Den will ich sehen, diesen Dialog. Auch wenn wir jetzt wieder endlos lange Ladesequenzen haben. Wo ich mich frage, wofür muss der so lange laden? So groß ist dieser kleine Raum da nicht, wo die jetzt sein könnte. Wir sind schon im West End. Jetzt erst gesehen. Wo ist denn die nette Elizabeth? Ein Tagebucheintrag. Wenn ihr das lesen wollt, haltet das Video an, lest es euch in Ruhe durch, nehmt euch die Zeit. Wenn ich das jetzt alles vorlesen würde, das würde wieder den Rahmen sprengen. Von dem her, haltet das Video an. Charlotte Ashbury. Wer ist denn Charlotte Ashbury? Ach cool, das ist schon die erste, die wir aus dem West End haben. Aber sie hat keine Beziehung. Trotz der Meinungsverschiedenheit mit ihrer Mutter hofft Charlotte immer noch darauf, eine Vampirin zu... Ach, okay. Interessant. Die fleht ihre Mutter an, unsterblich zu werden.
die denn hier alle für ein Plunder rumstehen? It's locked, all right. Vor allem, wo ist sie denn? Ach, da hinten, da steht sie. Ja, was die da wohl malt. Die Blutnacht. So, neuer Dialog. Auf geht's. Hello again, Jonathan. To what do I owe the pleasure of your visit? Sorry to disturb you again, but could you spare me a few minutes? Of course, my dear. Always a pleasure to speak with you. Do you think we shall ever see better days? Or at least better nights? I know not, Jonathan. I have seen some horrid days in my long lifetime. Experience has taught me that one cannot outrun the fates. Will you tell me your story one day, Lady Asprey? One of them, perhaps. I have had so many lives, Jonathan. Eternity may not be enough to relate them all. When all of this is over, the war and the epidemic, we could leave the city for a while. Travel around Europe, you and I. Traveling is always so complicated for us poor creatures of the night. But yes, I would be glad to travel the world with you, my dear. Concerning your investigation. Yes? Are you truly seeking to identify my maker? I cannot promise you anything, but yes. I am conducting some research of my own. Do you know if the epidemic has affected many people in the West End? I confess I've been more concerned by events in the East End. The wealthy have more efficient ways of dealing with infection. But this is no common epidemic. That is true. I must tell my daughter to stay at home for a few days. But the girl is stubborn and fiercely independent. Much like her mother. Goodbye, Elizabeth. Okay, schade, dass wir da nicht so... Ist sie eigentlich auch ein Bürger? Nein. Sie zählt auf jeden Fall zu keinem von dem hier dazu. Ist aber noch vermisst? Ja. Und hier habe ich auch noch ganz viele nicht gesehen. Ja, vielleicht kommt das ja alles noch im späteren Verlauf. Das ist nicht die Ausgangstür. Das ist die Ausgangstür. Na, was sich jetzt da wohl anbahnt zwischen den beiden? Wahrscheinlich müssen wir uns am Ende nachher entscheiden, entweder der mächtigste Vampir zu werden oder die auszusaugen. Ich glaube, da müsste ich dann eine Münze werfen. Oder es passiert irgendwas komplett unvorhergesehenes. Wer weiß. Die werden sich bestimmt irgendwas so einen Wendepunkt der Geschichte überlegt haben. Sie ist der Endboss oder weiß ich was. Der Endgegner. Das Chaos. Die Krankheit. Wir müssen jetzt trotzdem irgendwie da reinkommen. Oh ja, leid mir dieses verkackte Gebiet. Das ist jetzt ein Vampir, der kämpft. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir da rein? Wir könnten es theoretisch da unten mal versuchen. Irgendwie an den nördlichen Docks, dass wir über die Docks darüber gehen. Wir könnten es mal versuchen.
Aber hier kommen wir ja nicht durch. Vielleicht kommen wir hier durch irgendein Gebäude durch. Das ist natürlich auch noch eine Option. Können wir auch mal gucken. Einmal hier an der Grenze lang gehen. Ja, ich glaube, ich bin umsonst hier hochgegangen. Ihr Stein sieht anders aus. Ja, aber sowas von. So, wir gucken mal weiter. Blut verschmiert. Verunstalteter, geblendeter Skull. Ja. Eigentlich überhaupt richtig? Ich bin schon in der Quarantäne-Seite. Richtig gut. Aber ich krieg die Tür hier nicht auf. Vampire I saw earlier. This war takes no prisoners. Ich habe überhaupt gar keinen Vampir gesehen. Interessant. Nein, hier sind wir jetzt. The West End. Never have I felt so sad to be back home. Ja, West End. So Knoblauch-Typi. Sei Dank. So, da wir jetzt an diesem unglaublich leidenschaftlichen, wunderschönen Brunnen sind und es endlich ins West End geschafft haben, machen wir hier einen kleinen Cut. Wenn es euch bisher gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da oder ein Abo. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder.